Moin Jungs, da bin ich wieder. Und zwar folgendes, ich möchte euch mal zeigen, wie man im freien Modus bei GTA 5 Online hier in das Meth-Labor vom Trevor reinkommt. Die Türen sind ja eigentlich alle geschlossen und man kommt eigentlich normalerweise nicht irgendwie in das Gebäude rein, außer mit dem kleinen Trick. Und was ihr dazu braucht, ist erstmal ein Helikopter und fliegt erstmal dorthin, wo ich euch jetzt zeige. Wenn ihr dann mit dem Helikopter an der Stelle seid, wo ich jetzt hier euch auf der Karte zeige. So, hier sieht man es nochmal in groß. Und da müsst ihr dann reinfliegen. Also ich habe 3 Versuche gebraucht und deswegen ist es auf einmal auch wieder dunkel. Aber nichtsdestotrotz hat es aber beim 3. Mal funktioniert. Und zwar, weil ich diesmal nicht die R1 und die L-Taste zum Langsamfliegen genutzt habe, sondern so wie hier im Sturzflug fast runter und dann hochgezogen. Und zack, war ich im Fenster drin. Also wie gesagt, mir kam es irgendwie jetzt im Endeffekt leichter vor, als es wirklich aussah. Wenn ihr langsam fliegt, da hat es bei mir irgendwie nicht geklappt, weil man braucht so den Schwung von unten nach oben. Und dann landet ihr in einem Fenster drin. Und das war es eigentlich schon. Ihr könnt da ganz normal drin rumlaufen, Fotos schießen. Ihr könnt draußen die Passanten erschießen, Cops abschießen. Es kommt eigentlich keiner in dieses Gebäude rein. Also ihr seid ja drin eigentlich echt sicher. Abgesehen, dass die Leute von außen, die können auch natürlich auch reinschießen. Ja, schaut es euch an, ihr könnt es euch mit Freunden machen. Und das war's auf jeden Fall mit dem Video schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao Jungs, haut rein, viel Spaß, macht's gut, bleibt gesund. Und habt Spaß. Ja, morgen ist schon wieder Montag.